herzlich willkommen. Dieses Video soll Ihnen helfen zu verstehen, was Bitcoin ist und was wir als BitClub Network damit zu tun haben. Anstatt nach stundenlanger Erklärung werden Sie innerhalb der nächsten Minuten ein Grundverständnis für Bitcoin und BitClub Network erhalten. Denn unsere Mission liegt darin, Ihnen die Teilhabe an dem gigantischen Markt der zukünftig globalen Standardwährung Bitcoin zu ermöglichen. Bitcoin ist die weltweit erste dezentralisierte kryptografische Währung und nutzt das Internet, um Überweisungen direkt von Person zu Person zu realisieren. Und zwar ohne Finanzunternehmen wie Banken, PayPal oder Western Union. Bitcoin ist absolut sicher, anonym, superschnell und funktioniert überall auf der Welt. Für jeden, ohne Gebühren, Rückbuchungen oder sonstige bankübliche Einschränkungen. Es ist so. Bitcoin ist das globale Zahlungsmittel der Zukunft. Sie werden sich vermutlich fragen, wer nutzt und akzeptiert eigentlich Bitcoins? Zwischenzeitlich nutzen bereits Millionen von Menschen Bitcoins als tägliches Zahlungsmittel und auch Sie könnten sich mit Bitcoins alles das kaufen, was Sie sich nur vorstellen können. Bei mittlerweile mehreren hunderttausend Unternehmen, welche Bitcoins akzeptieren, erhalten Sie Flugtickets, bezahlen Ihr Hotelzimmer, Elektronikgeräte, kaufen Autos, einen Kaffee, wie gesagt einfach alles, was Sie sich nur so vorstellen können. Egal, woran Sie gerade denken, wir werden Ihnen zeigen, wo und vor allen Dingen, wie Sie mit Bitcoin und BitClub Network profitieren können. Den wohl größten Vorteil von Bitcoin haben Menschen, welche ihre Familien im Ausland mit Geldüberweisungen unterstützen. Denn viele wissen gar nicht, dass von Unternehmen wie Banken, PayPal und Western Union jedes Jahr zwischen 600 Milliarden und 1 Billion Dollar um die ganze Welt bewegt werden und diese Unternehmen dafür Unmengen an Gebühren verlangen. Western Union, MoneyGram und vergleichbare Unternehmen verlangen zwischen 5% und 30% von durchschnittlich 10% aller Transaktionen weltweit. Das heißt, wir reden hier über Gebühren von 60 bis 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Und jetzt kommt der Bitcoin, mit dem man ohne Finanzinstitute für ein paar Cent Überweisungen direkt von Person zu Person tätigen kann. Das ändert absolut die Spielregeln. Wussten Sie, dass nur ca. 1,5 Milliarden Menschen über ein Bankkonto, Visa oder Mastercard verfügen? Ja, ca. 5,5 Milliarden Menschen haben kein eigenes Bankkonto oder Zugang zu irgendeinem Bankservice und bewahren so ihre sowieso schon wenigen Vermögenswerte bei sich zu Hause auf, mit dem Risiko, durch einen Einbruch, Feuer oder sonstige Katastrophen alles zu verlieren. Und wussten Sie, dass es mehr Menschen mit Smartphones und Internet gibt, als Menschen mit fließend Wasser und Strom? All diese Menschen hatten bisher keine Möglichkeiten, ihre Vermögenswerte zu schützen. Jetzt schon, mit Bitcoin. Bitcoin gehört niemandem und wird nicht von irgendeiner Person, dem Staat oder einem Unternehmen gesteuert. Bitcoin wird in einem Netzwerk von hunderttausenden Hochleistungscomputern mit derselben Open-Source-Software und einem für alle gültigen Protokoll generiert. Das nennt sich Mining. Wenn es aber für Bitcoin-Überweisungen so gut wie keine Gebühren gibt, dann stellt sich doch die Frage, warum einige Menschen riesige Mengen an Geld in Computer und Strom investieren, wenn doch damit kein Geld zu verdienen ist. Und jetzt werden Sie gleich verstehen, warum auch Sie zukünftig von Bitcoin profitieren können. Die Miner, also das Netzwerk, haben zu Beginn anhand des vorgegebenen Protokolls alle 10 Minuten 50 neue Bitcoins pro Block generiert. Nach 210.000 Blocks, was 4 Jahre dauerte, wurde vom Protokoll der Ertrag auf die Hälfte, also auf 25 Bitcoins pro Block, dezimiert. Nach weiteren 4 Jahren und 210.000 Blocks, was Ende Juli 2016 sein wird, dezimiert sich der Block wieder um die Hälfte auf 12,5 Bitcoins pro Block und wiederholt dies die nächsten 125 Jahre, alle 4 Jahre bis ins Jahr 2141. Es wird dann exakt 21 Millionen Bitcoins geben. Und das Protokoll lässt nicht zu, dass weitere Bitcoins generiert werden. Fazit: Da es nur eine begrenzte Stückzahl gibt, ist der Bitcoin inflationsgeschützt und wird aufgrund der rasant steigenden Nachfrage weiter an Wert zunehmen. Bitcoin wurde im Jahr 2009 von Satoshi Nakamoto ins Leben gerufen und hatte zum damaligen Zeitpunkt keinen reellen Wert. Ursprünglich war Bitcoin auch nicht als Währung gedacht, sondern sollte lediglich die Möglichkeit bieten, weltweit und dezentralisiert Überweisungen ohne Banken und damit ohne Gebühren zu tätigen. Der Durchbruch von Bitcoin kam am 22. Mai 2010 mit dem ersten Angebot über 10.000 Bitcoin für 2 Pizzen und somit hatte der Bitcoin einen Wert und die Menschen konnten damit beginnen, die ersten Dinge zu bezahlen. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage, jedoch begrenzter Anzahl der Bitcoins, was ihn genauso selten macht wie Gold, wurden die Angebote für Bitcoin immer höher und erreichten nach 1,5 Jahren einen Wert von 10 Cent pro Bitcoin.
Nach weiteren 5 Jahren ist der Wert zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos auf $240 pro Bitcoin gestiegen. Hätten Sie damals nur $1 in Bitcoins investiert, läge der Wert heute bei $2.400. Hätten Sie vor 5 Jahren $100 in Bitcoins investiert, hätten Sie heute sage und schreibe $240.000. Nach unserem Wissen war die weltweit beste Investition über die letzten 5 Jahre die in Bitcoins. Erfreulicherweise sind die besten Tage von Bitcoins noch nicht vorbei. Ganz im Gegenteil, wir stehen gerade erst am Anfang und ich sage Ihnen gerne warum. Es gibt zurzeit nur 10 Millionen Menschen, die ein Bitcoin-Wallet haben. Wir sprechen jedoch über eine Technologie, die das Potenzial hat, größer zu werden als das Internet, das von Milliarden von Menschen genutzt wird. Das Internet gehört mittlerweile, da es uns viele Sachen erleichtert, zu unserem Alltag. Vor 25 Jahren war das alles noch etwas komplizierter. Heute gibt es Unternehmen wie Google, YouTube, Facebook und Co., die uns die Internetnutzung erleichtern. Mit Bitcoin ist es dasselbe, denn vor 5 Jahren war es noch schwierig, Bitcoins zu nutzen. Heute gibt es bereits hunderttausende Unternehmen weltweit, die eine Nutzung von Bitcoin ermöglichen. Und die Nachfrage steigt rasant. Und wie zu den Anfangstagen des Internets werden auch hier wieder hunderte von Millionen in Bitcoin-Unternehmen investiert, um die Nutzung zu erleichtern und natürlich um Gewinne zu generieren. Und jetzt kommt der Grund, warum wir lediglich am Anfang dieser Bitcoin-Revolution stehen. Im Jahr 2012 wurden ungefähr $2 Millionen in Bitcoin-Unternehmen investiert. Im Jahr 2013 bereits $95 Millionen. Im Jahr 2014 wurden mehr als $361 Millionen investiert und bis September 2015 wurden bereits $468.650.000 in Bitcoin-Unternehmen investiert. Das sind $927 Millionen in den letzten 3 Jahren. Wenn also Menschen wie Bill Gates oder Richard Branson und Unternehmen wie New York Stock Exchange, Goldman Sachs, die USAA Bank, die BBVA Bank, die Gründer von PayPal, eBay und Google und die Technologische Universität von Massachusetts Millionen in Bitcoin-Unternehmen investieren, ist das nicht eine Chance? Stellen Sie sich einfach vor, die Nachfrage nach Gold ist größer als die Menge, die es an Gold gibt. Und der Abbau von Gold reduziert sich alle 4 Jahre um die Hälfte, bis es keins mehr gibt. Es ist vollkommen logisch, dass die Preise durch die Decke gehen würden. Hier ist eine Darstellung der täglichen Transaktionen, wie sich Bitcoin von der Idee bis heute entwickelt hat. Es zeigt, die Nachfrage steigt stetig, die Anzahl der abgebauten Bitcoins wird aber in den nächsten Jahren immer weniger. Was bedeutet, die Angebote für den Kauf von Bitcoin und damit der Wert von Bitcoin erhöht sich automatisch. Bis heute sind 14 Millionen Bitcoins mit einem Gesamtvolumen von $3.5 Milliarden im Umlauf und der Wert steigt täglich. Und das ist der Grund, warum Sie heute noch Mitglied bei BitClub Network werden sollten. Denn die Investoren, die mehrere hundert Millionen in Bitcoin-Unternehmen investieren, glauben, dass der Preis für einen Bitcoin innerhalb der nächsten 3 Jahre auf $10.000 steigen wird. Wenn Sie Bitcoins kaufen und die nächsten 3 Jahre abwarten, werden Sie mir glauben, dass es eine gute Investition war. Erinnern Sie sich, dass in den letzten 5 Jahren der Faktor über 2.700 gestiegen ist? Und von $240 auf $10.000 ist nur ein Faktor von 41. Schließen Sie sich einfach BitClub Network an. Werden Sie Mitglied eines hochprofitablen Mining Pools und profitieren Sie mit Anteilen an unseren Hochleistungscomputern. Unsere Mining Pools generieren 2 bis 8 Mal mehr Bitcoins mit demselben Kapital, welches Sie möglicherweise nur in Bitcoins anlegen, weil wir Bitcoins generieren. Sagen wir mal, Sie kaufen 15,5 Bitcoins, also ein Investment und der Preis würde auf $10.000 steigen. Dann würden Sie aus $3.600 ungefähr $155.000 machen. Wenn Sie aber denselben Betrag an Bitcoins in unsere Mining Pools investieren, machen Sie aus 15 Bitcoins in 3 Jahren 25 bis 100 Bitcoins und würde dann der Preis auf $10.000 steigen, würden Sie auf 250.000 bis 1 Million Dollar setzen. Erinnern Sie sich an die Pizza? Das war eine $25-Investition für 10.000 Bitcoins und hat heute einen Wert von $2.4 Millionen. Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, am kommenden Hype von Bitcoin zu profitieren. Es funktioniert bereits täglich, weltweit für alle unsere Mitglieder von BitClub Network. Nur vielleicht noch eine kleine Information. Der Bitcoin ist mittlerweile schon so weit akzeptiert, dass es schon mehrere Automaten gibt, um Bitcoins zu kaufen. Wenn jetzt der Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie möglicherweise durch ihre Mithilfe entdeckt, dass man mit Bitcoin Gebühren einsparen kann, wird bald jeder mit Bitcoin bezahlen. Vergessen Sie nicht die Pizza. Melden Sie sich heute noch bei BitClub Network an und bleiben Sie stets aktuell informiert.
Ich freue mich, Sie in unserem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen.